gebe dir Zugriff auf die Geheimfrequenz von S.H.I.E.L.D. Sie müsste dich zu dem Bunker führen. Moment, ich habe hier Störungen. Etwas da unten blockiert den Tracker. Finde heraus, was es ist. Okay. Behalte ihn im Auge, Kamala. Aim, Bunker, Funken, selbst dem Tätig. Bleib von ihrem Radar weg. Commander Hill? Hallo? Der Funk ist ausgefallen. Jetzt liegt es an uns. Keine Sorge. Ich führe sie zu ihren Störsendern. Okay, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Marvel's Adventure. Ja, da wir in der letzten Folge leider sehr, sehr viele Probleme haben, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was wir jetzt hier eigentlich gucken sollen. Moment, bei Ausrüstung, glaube ich, sollten wir was gucken. Hoffe ich, also da wir in der letzten Folge so viele Probleme hatten, hoffe ich inständig, dass die Probleme diesmal ausbleiben. Ach, hier haben wir ein kleines Backup, okay. Wir haben aber nichts, was wir jetzt irgendwie noch aufmotzen können oder so. Da fehlen uns Teile, nein, okay. Gut, und wir sind auf unserer ersten Mission sozusagen unterwegs. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich erwartet. Also gut, wir müssen da. Die Störung muss hier irgendwo sein. Halte die Augen offen. Chef, das habe ich gehört. Das ist schön, dass du das gehört hast. Da oben, da ist ein AIM-Landungsschiff. Da. Müssen wir da jetzt hin? Eigentlich nicht, ne? Wir müssen ja da hin. Hike, bist du noch dabei? Ja, du bist hinter mir. Okay, ich wollte gerade sagen, dir verhält sich so ruhig gerade. Es ist schön hier draußen. Ich kann die Landschaft zur späteren Betrachtung aufnehmen. Ja, tut mir leid. Augen aufs Ziel. In ihrer Nähe befindet sich eine AIM-Elite-Einheit. Wenn sie sie besiegen, erhalten sie vielleicht etwas Nützliches. In der Nähe ihrer Position steht eine Truhe mit Spezialressourcen. Oha. Hulk, hilfst du mir dabei? Kommt der auch mal? Kann ich hier eigentlich irgendwie wechseln? Ich muss kann näher ihn halt ran, nicht spielen, um ins System oder? Einzudringen. Wir probieren es einfach mal. Wie nah musst du denn da ran? Oh Gott. Wir gehen einfach mal. Hulk, kümmere dich bitte um die. Ja, oder so. Wo kam der denn jetzt her? Ach, das war der Große. Oh je. Ich sehe zwar meine Gegner teilweise überhaupt nicht mehr, aber Hauptsache ich kann hier drauf prügeln. So, wir kümmern uns jetzt auf jeden Fall erstmal um die Kleinen. So, falls wir das noch brauchen. Sind hier noch andere? Ich wollte mich eigentlich erst um die Kleinen kümmern, aber anscheinend geht das nicht. Okay, so geht's auch. Hulk, ich helfe dir mal ein bisschen. Wunderbar, wunderbar. Genau, so ist besser. Haben wir hier noch jemanden? Will noch jemand Prügel? Oh, okay. Dann verteile ich lieber keine Prügel mehr. Da hinten sehe ich jetzt niemanden. Wann nehmen wir denn die Basis ein? Sie brauchen den Verursacher der Signalstörung, bevor Sie den Bunker suchen können. Entschuldigung, weitermachen. Was? Was will der? Ja, aber der hat doch gesagt, wir sollen hier irgendwie die Basis einnehmen. Dann kriegen wir irgendwas, was uns hilft. Warum kriegen wir jetzt hier nichts, was uns hilft? Das ist unfair. Yeah.
Tja. Hier wird mir auch nichts angezeigt. Also das finde ich jetzt doof, weil der hat gesagt, dass man hier irgendwas kriegen könnte, wodurch wir halt stärker werden. Und letztendlich haben wir jetzt doch nichts bekommen, wodurch wir jetzt stärker geworden sind. Tja, kriegen wir das dann irgendwie auf hier zufälligerweise? Auch nicht. Hier oben ist auch nichts drauf. Das können wir auch nicht kaputt machen. Können wir zwar gegenhauen, aber ich glaube, da machen wir eher so unsere Faust kaputt oder so. Ja. Das ist doof. Das finde ich jetzt wirklich scheiße. Also brauchen wir dann demnächst auch die Sachen nicht mehr anzugreifen, die der sagt. Weil anscheinend kriegt man da ja doch nichts. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas looten bei dem Typen? Nee, auch nicht. Tja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. In die Richtung. Müssen wir hier gleich irgendwo springen? Nee, noch nicht. Da ist auch nichts. Das ist auch nichts für uns hier, ne? Nee, das ist nur... Okay. Gut. Mal schauen. Sind das alles Schiffe? Ach du Scheiße. Heißt das, mir kommen jetzt hier gleich irgendwelche Gegner entgegengesprungen? Scheinbar nicht. Ich meine, etwas. Ich finde es ein bisschen schade, dass man so wenig im Spiel außerhalb von Kämpfen machen kann. Depots sind befestigte Strukturen, die es in Warzones gibt. Okay. Es ist zwar meist mühsam, dort einzudringen, aber sie enthalten wertvolle Ausrüstung. Ja, das hat man mir gerade auch schon mal gesagt, aber woanders. Ressourcen und Sammelobjekte. Naja, gut, wir können es trotzdem nochmal probieren. Wenn wir jetzt wieder. Ich frage mich, was wohl in dem AIM-Gebäude ist. Falls es Sie interessiert, es gibt einen externen Sperrmechanismus zum Öffnen der Türen. Ja, einen Schalter oder so. Willst du dich mal umsehen, Hulk? Das zeigt aber nur an, dass der da ist, ne? Ich kann jetzt so nicht wechseln, ne? Schade. Heldensfähigkeit bereit. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt bereit ist. Okay. Können wir durch die Vordertür eindringen? Oder ist das nicht so eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Hi, kommst du mit? Okay. Ich habe scheinbar irgendwas hinter der Tür kaputt gemacht. Wir können also rein. Aim voraus. Kannst du vorbeischleichen? Wieso vorbeischleichen? Mir da hoch? Also zumindest will der irgendwie mit mir da hoch. Der will da hinten hin. Okay. Aber hier oben kann ich ja auch nichts machen, ne? Junge, kannst du nicht hier irgendwie die Tür öffnen für mich? Ja, so viel denn dazu, es wird schwer einzudringen. Also entweder meinte der gar nicht dieses Gebäude, was ich jetzt aber schon denke, dass der das meint. Oder ich habe irgendwas jetzt nicht verstanden. Ich meine, es ist sowieso ein bisschen seltsam hier mit diesen Missionen. Kann man das Ding steuern? Nee, ne? Wer will komischerweise mal, dass ich hier hochspringe? Ach, Moment, da oben... Da sind wir zu weit weg. Der will hier aber auch, dass ich hochspringe. Aber warum? Ist ja nichts. Oder? Ressource, okay. Die kommen aber trotzdem nicht rein. Nehme ich mal an. Hier können wir auch nichts mehr kaputt machen. Hier flog doch irgendwas rum. Ah, Moment. Können wir die kaputt machen? Nee. Entweder sind die zu weit weg oder wir können die generell nicht kaputt machen. Ich meine, eben konnten wir die auch schon nicht kaputt machen. Tja. Also die Ressource haben wir, aber...
Irgendwie sonst nichts, was uns jetzt hier weiterhilft. Hier unten wird was angezeigt. Müssen wir da eventuell... Ach, jetzt geh doch da runter. Müssen wir da eventuell was machen? Ach, oder müssen wir uns da drauf... Oh, nee, oder? Gehst du mal auf die andere Seite, Hulk? Oder es reicht, wenn ich... Das wäre natürlich gut. Und die Tür ist offen. Ah. Schauen wir mal rein. Sehr schön. Achtung, da sind ein paar böse Jungs. Also ich sehe jetzt gerade keine, aber... Andererseits, ich sehe Hulk auch gerade nicht. Ups. Kann man hier noch irgendwas machen? Auch nicht. Ja, also entweder ist das Ganze ein bisschen verbuggt, weil sie jetzt auch meinte, da sind ein paar böse Jungs. Oder ich weiß auch nicht. Müssen wir jetzt hier... Jetzt steht der hier natürlich vor der Tür so komisch rum. Da müssen wir doch nicht durch. Da kommen wir doch gar nicht durch. Ja, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Wir schauen mal kurz nach, was wir jetzt hier bekommen haben. Das war die Brust, glaube ich, ne? Sehr schön. Auf 8 haben wir jetzt eine. Und da haben wir nichts Besseres. Da haben wir auch nichts Besseres. Okay. Trotzdem perfekt. Ja, keine Ahnung, ob wir jetzt hier noch irgendwas machen sollen oder nicht. Ich verstehe die ganze Logik noch nicht so ganz, wenn ich jetzt ehrlich bin. Habe ich denn hier noch irgendwas, was angezeigt wird, so auf dem Boden? Nee, ne? Ist nur, um das zu öffnen. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal weiter. Ich denke mal nicht, dass man dann hier groß noch was machen kann. Oh, ich sehe einige Schurken. Und ich sehe was, was wir einsammeln müssen. Wo siehst du denn Schurken? Ich sollte sowas nicht zu laut fragen, glaube ich. Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung in der Nähe. Ja. Das wäre gut. Könnte da hinten drin sein. Ich höre irgendwas. Ich sehe auch, dass irgendeiner auf mich schießt, aber ich sehe da hinten ehrlich gesagt keinen. Oh, aber da sehe ich einen. Das ist ein Geschütz gewesen. Das haben wir natürlich nicht gerne bei uns in der Nähe. So, mal schauen. Oh, oh, oh. Du bist ein Avenger? Miss Khan, das Shield-Signal wird von einem lokalen AIM-Sicherheitsknoten blockiert. Sie müssen mich in die Nähe bringen, damit ich die Störung beseitigen kann. Okay, dann mal hin zu diesem Knoten, Hulk. Jarvis muss sein Ding machen. Welchen Knoten? Ich weiß nicht, ich kann gerade nicht. Wo bin ich jetzt? Mache ich, kein Thema. Wo ist der hin? Mann, der Feigling. Oh, Hulk, kümmere dich mal bitte um den Gepanzerten hier. Vor allen Dingen, was meint der hiermit? Hör auf, dich zu bewegen, Adventure, hallo? Ich meine, ich finde es ja nett, dass der mich als Adventure anspricht, aber dass ich aufhören soll, mich zu bewegen? Wir machen sie fertig. Nein, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So geht's auch. Was ist jetzt los? Hallo? Hä? Die Mission gescheitert. Hä? Ich lebe? Hulk lebt? Wieso ist die Mission gescheitert?
So, also ich verstehe es irgendwie immer noch nicht. Die AIM-Anlage finden. Okay, ich meine, das war jetzt ja nicht so besonders schwer. Daran wird es jetzt wohl nicht gelegen haben. Ich mache euch fertig. Ja, komm, machst du kaputt. Ja, weiter, weiter, weiter. Oh, ich glaube, Hayek hat es gerade kaputt gemacht. Du bist ein Avenger? Miss Khan, das Shield-Signal wird von einem lokalen AIM-Sicherheitsknoten blockiert. Sie müssen mich in die Nähe bringen, damit die Störung beseitigen kann. Okay, dann mal hin zu diesem Knotenhals. Jarvis muss sein Ding machen. So diesen Knoten hier, oder? Komm, jetzt weich doch mal aus hier. Ich muss anscheinend hier bleiben. Ich arbeite an der Entstörung des Signals. Bleiben Sie einfach in der Nähe des Sicherheitsknotens. Arbeite weiter dran. Los. Wie läuft's, Jarvis? Ich komme voran. Halten Sie diese AIM-Truppen bitte vom Sicherheitsknoten fern. Ja, es wäre schön, wenn ich das hinkriegen könnte, ne? Boah, wie lange braucht der Typ dafür? Ich habe den Sicherheitsknoten gleich unter Kontrolle. Dauert das nicht mehr lange. Du dürftest aber gerne ein bisschen schneller machen. Leute. Diese Feinde müssen besiegt werden. Ja, das weiß ich auch. Danke für den Hinweis. Och, geh doch mal zur Seite. Komm weg von der Granate. Muss mich mal eben heilen. Was ich nicht machen kann, komischerweise. Boah, Hayek, helf mir doch mal ein bisschen hier. Gott. Kann ich die Fähigkeit noch nicht einsetzen? Oh, Leute. Macht der Typ jetzt auch mal was hier? Ja? Das Signal müsste jetzt durchkommen. Laut und deutlich. Der Tracker wird sie zum Shield-Bunker führen. Dem Piepton folgen. Schon klar. Immer noch kein Kontakt zu Commander Hill, hm? Jetzt nur nicht nervös werden. Nichts wie raus aus der Kälte, Hulk. Moment.
Wird dir kalt? Daten nach wie vor nicht eindeutig. Das ist nicht gut. Diesen Shield-Bunker zu finden ist schwerer als gedacht. Nee, Moment, jetzt gehen wir aber weg. Oh. Hulk, das ist egal. Wir müssen zum Bunker. Komm mit. So, irgendwo in die Richtung auf jeden Fall. Kommt der jetzt auch mit? Ja, okay. Okay. Wir sollten bald da sein. Warum wird das jetzt rot? Hey Jarvis, explodiert das glaubst gleich? Glaubst du, dass AIM den Shield-Bunker auch sucht? Sehr gut möglich, Miss Khan. Ja, das sieht gut aus. Komm schon. Jetzt ist, glaube ich, die Richtung irgendwie... Okay... Benötige was? Hallo? Ja, falsche Richtung, da. Leute, ernsthaft? Ach so, hier. Ich bin ja auch so doof. So. Ich glaube, wir sind da. Gut gemacht. Hoffentlich ist das neurale Ablenk darin. Wir werden dich ganz schnell wiederherstellen, Jarvis. Danke. Eine Existenz ohne sofortigen Zugriff auf sämtliche Informationen des bekannten Universums ist recht unangenehm. Ja. So, mal schauen, ob wir reinkommen. Ich meine, drin sind wir ja schon streng genommen, weil wir sind ja in einem Aufzug. Bewegen darf ich mich gerade nicht, okay. Wie fühlt sich das an? Also, so ohne Ablenk. Ist das wie Gedächtnisverlust? Ich weiß nicht, was das menschliche Äquivalent ist. Vielleicht, wenn man aus der Bibliothek ausgesperrt wird. Oh, wie wenn Ami das WLAN ausschaltet. Ungefähr. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob wir jetzt hier vorsichtshalber mal einen kleinen Cut machen sollten oder ob es nicht mehr allzu lange dauert, bis es weitergeht. Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Ich würde sagen, dass wir jetzt hier wirklich erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann schauen, dass wir den Rest in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.